Sommerfeeling pur erlebten die zahlreichen Besucher vergangenes Wochenende auf Schermbecks Mittelstraße. Bereits zum 12. Mal lud die Schermbecker Werbegemeinschaft zum Sommerstraßenfest ein. Was gehört eigentlich zu einem Sommerstraßenfest? Wir erinnern uns an das vergangene Jahr, wo es reichlich Regen von oben gab. Diese Zutat blieb den Besuchern zum Glück in diesem Jahr erspart und Petrus bescherte den Organisatoren herrlichstes Wetter. Die Schermbecker Geschäftsleute haben sich wieder einiges für ihre Kunden einfallen lassen. Wir besuchten stöckelwild den Laden von Anke und Edda Thebatz, wo die Besucher von einer ganz besonderen Person begrüßt wurden. Eine Winzigkeit an zarten, milden Sherry oder an 16 Jahre alten guten Whisky-Kredenzen. Was ist denn der Sherry? Der? Ich würde dieses Glas reichen wollen. Danke. Das Wasser des Lebens für den Herrn. Wunderbar. Sehr zum Wohle, auf eure Gesundheit, das allerwichtigste Gut. Wunderbar. Sherry. Auf der gesamten Mittelstraße verteilt gab es Stände mit unterschiedlichsten Produkten. Da machte das Bummeln richtig viel Spaß. Weiter die Mittelstraße hinauf besuchten wir Nikos Perlenladen. Inhaberin Nicole Rexford erzählte uns von ihren diesjährigen Eindrücken des Sommerstraßenfestes. Also heute Morgen war es noch nicht ganz so besucht, aber als dann feststand, dass das Wetter stabil bleibt, sind dann doch ganz viele Gäste gekommen. Ich hoffe, dass wir morgen noch ein bisschen mehr Zulauf haben. Also von der Standbefüllung finde ich, ist es eigentlich voll und das Angebot ist auch sehr vielfältig. Ebenfalls haben wir uns mal einige von Nikos Ketten angeschaut. Die Ketten sind im Grunde alle Einzelstücke, die mit viel Liebe zum Detail in Handarbeit hergestellt werden. Die Kette habe ich so in der Art nachgearbeitet für die Schützenkönigin von Erle. Jetzt aktuell, dieses Jahr. Und dieses besondere Stück ist auch handgenäht aus Rokai-Perlen und aus Swarovski-Kristallen. Das sind alles Einzelstücke. Dazu passend habe ich so ein Armband gefädelt in einer besonderen Technik. Wir sind der Meinung, die können sich sehen lassen. Wir machten uns wieder auf den Weg die Mittelstraße hinunter und blieben beim Getränkestand vom MGV Eintracht Schermbeck hängen. Nicht, weil wir so durstig waren, wohl eher, weil uns die stimmungsgeladene Musik in die Ohren ging. Da konnte die ohnehin bereits sehr gute Stimmung nur noch weiter steigen. Das diesjährige Sommerstraßenfest bot allen Besuchern eine Riesenauswahl an Produkten, Sonne, Musik und gute Laune. Was kann man mehr von einem Sommerstraßenfest erwarten? Wir kommen, sing und springen, Baby, wir tanzen, singen, Baby, sei wieder gut.